Also wäre der ein bisschen schneller gewesen, das hätte auch ins Auge gehen können. Er hätte dann voll den anderen Abbieger mitgenommen. Es ist auf jeden Fall wichtig, mit seinem Anhänger auf der dritten Spur zu fahren, um unbedingt an diesem LKW vorbeizukommen, anstatt einfach zu warten, bis der fertig ist. Bin ich mir gerade nicht sicher. Ja, dachte schon, der zieht direkt rüber. Machen die auch sehr gerne. Mein Gott, guck mal. Rief Aaron und Miriam und die Na, beiden jetzt gingen los. voraus. Und er sprach: Hört doch meine Worte. Wenn jemand. Und im letzten Video haben ja doch einige drunter geschrieben, dass ich mich ja immer so aufregen würde am Steuer. Dass das ja to total unnötig wäre. Da wollte ich jetzt einfach nur nochmal zu sagen, dass das ein Zusammenschnitt ist. Ich fahre ziemlich viele Kilometer in der Woche und da steht sogar immer ein Datum und so drunter. Also es ist ja nicht so, als wenn ich mich durchgehend aufrege, sondern es sind halt alle ein, zwei Tage mal. Gut, manchmal auch mehrmals am Tag, wenn man halt Pech hat. So ein paar Idioten dabei, wo man sich echt nur den Kopf packen kann. Wie jetzt zum Beispiel dieser Typ hier. In der 70-Zone rumjuckelt. Ohne Möglichkeit, den zu überholen. Vor dem ist nichts. Der könnte einfach 20 km/h schneller fahren. Tut er aber nicht. Und das ist einfach unnötig. Und sowas gehört einfach nicht in den modernen Straßenverkehr. Der ist eine Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer. Der bildet Rückstaus, der sorgt dafür, dass einige Leute unnervös werden und da versuchen, irgendwelche Überholmanöver zu starten, die sinnfrei sind. Solche Leute gehören nicht in den Straßenverkehr. Das ist einfach so. Und darüber kann man sich dann auch mal aufregen. Und wenn es jetzt normale Videos wären, ohne dass sich jemand darüber aufregen könnte, dann wäre das Video langweilig, dann müsste ich es ja nicht machen. Ah, jetzt wissen wir auch, warum die gerade über Rot gefahren ist. Die hängt da mit dem Telefon am Ohr. Alter, manche Leute, ey, sowas geht gar nicht. Sag mal, wofür gibt es Freisprechanlagen? Oder Bluetooth-Kopfhörer? Ey, ganz ernsthaft. Solchen Leuten sollte man den Führerschein wegnehmen. Also Handy am Steuer, da bin ich echt allergisch gegen. Komm, bieg ab. Fahr weh, du fährst geradeaus. Fahr bitte nicht geradeaus. Fahr nicht geradeaus. Bitte nicht. Nein. Lass mich vorbei. Bitte. Sei ein sozialer Landwirt. Seh, dass ich hinter dir bin und lass mich vorbei. Komm schon. Och Mann, ey. Ich echt so viel. Ja, ihr könnt ja mal Kommentare schreiben, die Landwirte von euch, vielleicht auch die LKW-Fahrer, aber die letzten ja nicht. Wenn ihr solche Situationen habt, denkt ihr euch so, nach mir die Sintflut, scheiß auf alle anderen Verkehrsteilnehmer, oder denkt ihr euch so, ja komm, ich kann in der nächsten Einfahrt auch mal kurz so weit rechts rüberfahren und die Autofahrer vorbeilassen, einfach nur aus Höflichkeit. Oder wie seht ihr das? Sag mal, letztendlich, der macht ja nichts, gerade bis auf das Licht, was er nicht haben darf, eigentlich nichts verkehrt. Aber ne, wie seht ihr das mit Rücksicht auf anderen Straßenverkehr? Oh, jetzt kommt ein LKW von vorne. Ich meine, der hätte ja auch gerade deine Einfahrt mal auf den LKW warten. Nein, wir fahren weiter bis zum geht nicht mehr. Straße mega eng. Gut, hier ist jetzt gerade so ein Schotterweg, einfach Glück gehabt. Aber ernsthaft, ich sag mal, die nehmen doch alle überhaupt keine Rücksicht aufeinander. Man kann doch einfach mal irgendwo. Hat der jetzt gerade den Pfosten da mitgenommen? Ja.